Oh, das ist, was ist das? Dieses Gewand wurde im obersten Stockwerk gefunden. Bei der Glocke? Nein. Wie ihr sehen könnt, ist sie viel zu groß für Sophie. Woher sollen wir Aha! das jetzt wissen? Das hätte man dazu schreiben sollen. Na, war die nicht? Die war doch für Maya auch zu groß und Maya war. Das stimmt. Ja. Stimmt, die hat es ja anprobiert. Richtig. Und sie hat, glaube ich, hätte eher Phoenix gepasst, wenn überhaupt. In der Tat. Es scheint einer wesentlich größeren Person zu gehören. Moment mal, das ist Wachen. ja meine. Ja, eine Ersatzrobe für die, für die Verhandlung. Die Musik hat aufgehört, also richtig, genau. Wachen, ich bitte euch, etwas zu bestätigen. Ihr habt den Glockenturm seit jenem, seinem Auftauchen bewacht, nicht wahr? Ja, das haben wir, ohne Unterlass. Hose. Ohne Unterhose. Ist vor dem Vorfall schon irgendjemand den Glockenturm hinaufgestiegen? Natürlich nicht. Und welchen Sinn hätten Wachen, wenn jeder dort hinaufspazieren dürfte? Verdächtig oder nicht, niemand nähert sich je unserem Glockenturm, leider. Ich verstehe, aber wie gelangte dieses Gewand dorthin? Hör hier nicht so rum, Mann! Hab ich das? Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Dafür haben wir einen Sound? Hä, dafür hatten wir einen Sound? Erkennt ihr es nun? Im Glockenturm war auf jeden Fall eine zweite Hexe! Oder einer dieser Schatten. Obwohl, die waren alle so klein. Ruhe, Ruhe! Also waren schließlich doch zwei Hexen vor Ort. Ja, Euer Ehren. Es stimmt, die Angeklagte wurde im Glockenturm gesehen, und zwar zur Tatzeit. Aber da auch eine andere Hexe dort war, ist es unmöglich, ich lasse den Sound jetzt mal, zu behaupten, dass Sophie den Feuerdrachen beschworen hat. Danke. Bitte. Was? Meine Axt! Genau. Beruhigt euch doch, ihr guten Leute. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Verteidiger uns verwirrt und wir die Lage nicht mehr begreifen können. Es war die große Hexe Arcana, die den Schre Dominika, die den schrecklichen Feuerdrachen beschworen hat. If werde wie all als darf bluff was wie if. Wir trotzten stromschnellen Gebirgen und großen Steppen. Nee, Moment. Wir trotzten stromschnellen Gebirgen. Ich glaube, ich spreche den immer anders. Gebirgen und großen Steppen, um in diesem Gericht auszusagen und die große Hexe zu entlarven. Ja. Consirius. Consorius. Das Consorius, genau. Von was reden die da eigentlich? Ihr werdet es bald genug erfahren. Großinquisitorin Gloria, bitte gestattet uns ein weiteres Mal auszusagen. Bitte nicht. Glaubt ihr, ihr könnt uns die Wahrheit hinter den Intrigen der Angeklagten offenbaren? Nein! Jawohl, nicht, Frau Gloria. Wir sind nur einfache Bürger. Doch wir bieten euch Aussagen voller Leidenschaft, Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. Die einen sagen so, die anderen so. Lasst uns zum Wohle Labyrinthias sprechen. Oh Hallo Mann, Wohl! bitte, bitte, Hallo! lieber Richter, lass sie bloß nicht den Mund aufmachen. Ihr habt meine Erlaubnis, mögen eure Worte scharf wie Schwerter sein. Mögen sie durch Lügen und Täuschungen bis zur Wahrheit schneiden. Der Schöpfer beendete gerade seine Ansprache auf dem Stadtplatz. Just in diesem Moment. Justin, wer ist Justin? Die haben da ein Leerzeichen zu viel.
Nein. Just in diesem Moment erschien die große Hexe. Ups, ich bin schon wieder auf was Falsches gekommen. Ich kann die Laute dieser schrecklichen Formel nicht vergessen. Es war definitiv die Stimme dieser Frau. Ich kann diese Laute nicht vergessen. Von Drosselbart. Just in case. Just in case, ja. Wir liefen zum Turm, als wir sie sahen, und behielten sie stets im Auge. Schließlich sollte sie uns ja nicht entkommen. Mhm. Am Eingang teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine stand Woche, die andere verfolgte die Hexe. Woche? Ich war in der ersten Gruppe. Ich war in der zweiten Gruppe. Ich war in der ersten und der war nicht in der zweiten. Wer lügt? Und die sagt immer die Wahrheit. Ja, genau. Ich war einer der Verfolger. Ich lief in den Turm und fing die Hexe. Er hat die Hexe gefangen. Außer uns war niemand am Schauplatz des Verbrechens. Oh. Wir nahmen das Mädchen gefangen. Eine zweite Person hätte sich dort nirgendwo verstecken können. Bin ich wieder weg? Hallo? Du bist gerade nicht zu hören. Jetzt bist du zu hören. Hallo? Hallo. Ja. Es gab keine weitere Hexe. Da bin ich mir sehr sicher. Ich habe den Eingang bewacht. Und ich habe die Tür abgefloffen. Abgefloffen. Richtig, Jüngling. Der schicksalhafte Turm, der schicksalhafte Vorfall, wir sahen sie mit unseren schicksalhaften Augen. Ja, ja. Ach Mann, ich mache mal das Buch auf. Ich will lesen. Mehr nicht. Nun, das Gericht möchte es erneut folgendermaßen zusammenfassen. Wir sind wieder kein Stück weiter. Alle hat euer Bestes gegeben. Die Wachen erschienen als Erste am Schauplatz des Verbrechens. Ihre Aussagen sind glaubwürdig. Wenn ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen, wäre dies der entscheidende Beweis für die Schuld der Angeklagten. Unsere Widersacherin ist eine Hexe, die große Hexe. Der Anschein kann auch trügen. Ha, wenn ihr dies glaubt, tut euch keinen Zwang an. Klopft die Aussagen ruhig auf Widersprüche ab. Falls diese existieren und falls ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Was denn jetzt? Entschuldigung, ihr könnt nun mit der Befragung beginnen. Warum guckst du so? Ich war nur gerade verwirrt, weil links der Chat, ich habe irgendwie rüber geguckt und habe das YouTube-Bild gesehen und mich gewundert, wieso das Bild da so blöd steht. Das ist wirklich eine saublöde Stelle, wo es stehen geblieben ist. Weil ich gucke irgendwie so. Und du guckst auch irgendwie so. Oh, genau, also, nein, wir kriegen Mark nicht lauter, also es klappt nicht weiter. Ja, wir gucken da alle so hoch. Ich guck mal mehr in die Kamera, dann kann ich aber nicht lesen. Nee, also, Mark geht nicht lauter, das ist theoretisch, obwohl, ich könnte dich lauter machen für den Rest, doch, das geht. Dann mache ich, Moment, das lauter und dich, ach nee, Moment, das leiser. Und das Audio lauter. So, jetzt müsstest du ein bisschen lauter sein für den Rest. Aber lauter geht nicht. Gar nicht. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Hallo? Oh. Was ist jetzt wieder? Ich höre dich nicht. Du bist weg. Ich habe dich aber auch jetzt nicht leise gemacht oder so. Ich höre ja auch den Rest irgendwie. Zieh noch mal raus und steck wieder rein. Nein, wirklich. Oder hat sich hier was geändert? Bei mir. In den Audioeinstellungen. Nö. Ich müsste dich eigentlich noch hören können. Also wieder hören können, wenn du Daten senden würdest. Simulier nicht, ne? Sprich wirklich mit mir, wenn du mit mir sprechen kannst. Hallo?
Achso, du schreibst mir gerade Zeug. Du sprichst wirklich mit mir. Okay, alles klar. Hast du es schon rausgezogen und wieder reingesteckt? Das ist schlecht, dass das dann immer noch nicht geht. Kannst du mal gucken, ob in Skype das Ganze... Oder wollen wir nochmal ein Gespräch starten? Neues. Also nochmal anrufen. Okay, wart. Ich hab mir gedacht, dass das noch nicht die letzte Aufnahme sein würde. Okay, also ist es okay, wenn ich dich anrufe jetzt? Neu. Und gucke, ob das... Okay. Jetzt? Ah, ich hör dich! Ich hör dich! Ich hör dich! Gut. Warum? Keine Ahnung. Warst einfach weg und dann wieder da, oder was? Ich hab jetzt beim, in den Audioeinstellungen das Mikro einfach aus und das andere angewählt und dieses wieder zurückgewählt dann. Ah, wenn man ja, will. Dann, na, nice. Also, wenn du das weiter so machst, wenn das mal wieder passieren sollte, ist super. Okay. Die Klinke rein. Ich versuche gerade meine Fenster wieder so zu positionieren, dass ich sie vernünftig lesen kann. Okay, laute dieser schrecklichen Formel. Okay, soll ich mal Formel angreifen? Ja. Das ist bestimmt wieder eine falsch gehörte oder so. Und mit dieser Frau meint ihr... Welche dumme Frage. Natürlich, Sophie, der Narrateur, wen sonst? Mit diesem Wort stahl sie das Leben ihres eigenen Vaters. Huch. Ja, die Stimme war auf jeden Fall die von Sophie, der Narrateur. Diese dämonische Stimme... die ich hier habe. Sogar mir erschauderte davor. Ein wenig. Und das muss was heißen. Oh ja. Ja, ja. Sie schrie diese schreckliche Beschwörung. Inflammatio. Und das heißt eigentlich... Oh. Falscher Prozess, verwirrter alter Mann. Das war eine andere Hexe. Muss nicht sein. Anscheinend erinnern sich alle an ihre Stimme. Also mal ehrlich, ich glaube auch, dass es Sophies Stimme war. Vielleicht lassen wir dieses Thema besser auf sich beruhen. Ja, aber die Formel hätte mich nochmal interessiert, ob er so richtig gehört hat. Wir liefen zum Turm, als wir sahen, und behielten sie stets im Auge. Schließlich sollte sie ja nicht entkommen. Wie ging denn das? Man konnte sie ja nicht stets im Auge behalten, wenn... Oder? Naja... Mal angreifen. Alles angreifen. Ja. Kam die Wache als erstes am Tatort an? Selbstverständlich. Ich hatte Angst, dass die große Hexe uns entkommen würde. Also habe ich sie nicht aus den Augen gelassen, bis sie den Turm erreicht hatte. Und ich. Ihr habt sie also kein einziges Mal aus den Augen verloren? Nein. Sogar als ich auf einem Steinchen ausrutschte und hinfiel, war mein Blick auf sie gerichtet. Ihr seid hingefallen? Und der neben euch sieht so lädiert aus und ihr nicht? Es ist gefährlich zu rennen, ohne darauf zu achten, wo man hinläuft. Ja, vielleicht ist er über was drüber gelaufen. Ich sah, wie meine teuren Wachenkollegen die große Hexe gefangen nahmen. Okay, niemand will dazu was sagen. Aber immer mal drauf achten. In dem Moment stolperte ich und fiel hin. Es ist unmöglich, dass jemand mit der Beschwörerin des Feuerdrachen den Platz getauscht haben soll. Ja, lassen wir das jetzt mit dem extra Sound. Ja. 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 Deshalb kann niemand anderes als Sophie der Narrateur die große Hexe sein. Ach ja. Komm mal her. Aber warte mal, hat er dann... Ach nee, jetzt das... Wirklich, sollen wir wirklich alles nochmal machen? Das ist so viel zu viel. Den würde ich angreifen, das ist relevant, was er sagt. Ja. Könnt ihr uns darüber aufklären, was eure fixerhaften Augen bezeugt haben? Das kann ich. In der Tat, weil es dazu...
Wenn es dann zum beiträgt, ja, ja. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Weil es dazu beiträgt, eure Frage, Frage zu beantworten. Ja. Der köstliche Duft des Abendmahls lag in der Luft. Dann war ein zartes Licht am Horizont zu erkennen. Ja, nun ja, also könnt ihr euch genau an die Uhrzeit erinnern? Wie ich schon sagte, die Zeit, in der die Bürger ihr Abendmahl zubereiten. Morgens um 7. Nur ein Essensverweigerer weiß das nicht. Ja, ihr habt meine Frage immer noch nicht beantwortet. Bei uns gibt's keine Uhren. Nur den Fluss der Zeit. Der ist trocken. Nun denn, genau dann hörte ich es. Die grausige Formel, mir stand mein Bart zu Berge. Sie schrie... Inflammatio! Nee. Inflammatio! Oh Gott. Ich denke, ihr verwechselt diesen Fall mit einem vorherigen. Jetzt wird's interessant. Das ist vielleicht wirklich wichtig gewesen. Ich bin auf einer grünenden Wiese frei jeglicher Gewänder, während ich den Blüten beim... Schon wieder das. Bitte lasst mich noch ein Weilchen träumen, Jüngling. Hm,